Okay. Okay. All right. Do we have our contract? Yes. Yes. Okay. Timer. Okay. There we go. All right. Your name's Alexander. And you got sweaty palms. Und du hast schwitzige Handflächen. And a strange feeling. Und ein komisches Gefühl, hast du gesagt. Well, it's going to get stranger. Es wird noch merkwürdiger werden. Okay, what's the problem? Was ist das Problem? Eigentlich ganz einfach. It's pretty simple, basically. Well, you look pretty damn worried if it's that simple. What are you looking so worried du for? Du siehst so besorgt aus. Wenn es so einfach ist, das Problem, warum siehst du denn so besorgt aus? Weil ich erlebt habe gestern, was da passiert. Yesterday, what can happen? Oh, I saw what you did to those other people. Was du mit diesen anderen Leuten gemacht hast. Ja. Genau. I was being real gentle with them yesterday. Ich war sehr nett gestern zu denen. But I thought, well, all right, today we put the hammer down. Heute habe ich gesagt, werden wir es richtig niederhämmern. Na, großartig. Huh? Yeah, yeah. Oh, great, thank you. So what's this simple problem that's got you so worried? Was ist dieses einfache Problem, das dir so viel Sorgen macht? Ich kann nicht Nein sagen. I cannot say no. Wenn Menschen zu mir kommen when und Hilfe brauchen. When people come to me and want my help. Wow. Well, that's what Jesus was. So war Jesus auch. Maybe you're just a real disciple. Vielleicht bist du einfach ein wirklicher Schüler von Jesus. A spiritually ein Jünger. Elevated man, ein spirituell fortgeschrittener Mann. Just pours out his being, der sein Sein einfach ausschüttet good of others. Zum Guten des anderer Leute. Kann gut sein. Maybe. Or else you're maybe just a BB Balls limp dick. Oder vielleicht bist du einfach nur ein Schlappschwanz mit kleinen Luftgewehrkugelgröße Eiern, der nicht Nein sagen kann. Ich habe vier Kinder, das spricht dagegen. I have four. What did you? I have four kids. That is in contradiction to this. They'll train you. Die werden dich trainieren. What do you mean? You can say no to your kids? Du meinst, du kannst Nein sagen zu deinen Kindern? Auch nicht. No. Okay. See. And you got a wife? Hast du eine Frau? Ja. Or did she run away with somebody oder else? Ist sie mit jemand anderem weggerannt? Nein. She's still around. Die ist immer noch da. Well, all right. Maybe you're, her just her dream or something, the love of her life. I finally met a man who vielleicht can't bist say du ihr no. Traum. Vielleicht sagt sie, du bist no ist, what sagt I sie, ask of him. Die Liebe meines Lebens. Ich habe endlich einen Mann gefunden, der nicht Nein sagen kann, ganz egal, was ich von ihm verlange. Women just love that. Frauen lieben das. There's a song es gibt in the ein movie Lied Oklahoma, in dem, movie, in dem Film Oklahoma. Und ein Mädchen singt I'm es. Just a girl who can't say no. Ich bin ein Mädchen, die nicht Nein sagen kann. Every guy's best wet dream. Das ist der beste feuchte Traum von jedem Burschen. See what I mean? Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, ja. I think so. Yeah. Well. So if somebody says, Alexander, wenn jemand sagt, Alexander, Hilfe, bang, just, peng, automatic. Automatisch. Good. There's so goddamn gut. Many other selfish sons es of bitches es gibt so viele around. Selbstsüchtige yeah. Hurensöhne, die rumlaufen und immer Nein, Nein sagen. No, they just say Nein, Nein. Their middle name is Nein. Ihr zweiter Vorname ist Nein. You ever see that? Hast du das schon mal gesehen? Say yes. Sag ja. Come on, not everybody's like you. Nicht jeder ist wie sakes. Du, um Gottes Willen. Yeah. Do you ever think, I wish I could say no gedacht, as easily as Helmut does. Ich wünschte, ich könnte so leicht Nein sagen wie Helmut. Helmut? Helmut. Whoever. Wer auch immer. One Heinrich? Okay, take Heinrich. Wenn dir Heinrich besser gefällt, dann nimm Heinrich. Yeah. Just whoever, yeah. Well, they can say no, Nein and sagen. You have to say yes. Now that's du balance. Musst ja sagen. Das ist Ausgeglichenheit, Gleichgewicht. And there are a lot more people who can es just gibt say viel no. Mehr Leute, die Nein sagen können. Yeah. Whereas there are relatively few who just während es relativ wenige gibt, yes. Die automatisch ja sagen. So you're kind of a national resource. Also du bist so eine Art nationale Ressource.
Were you born in Germany? Bist du in Deutschland geboren? Ja. You were? Ja. Well, were your parents from Germany? Sind deine Eltern von Deutschland? You look like an Ausländer. Du siehst wie ein Ausländer aus. I'm a gypsy. Yeah, gypsy. Ich bin ein Zigeuner. Oh, all right, maybe, you know, your parents stole you from Vielleicht the back of a gypsy wagon. Vielleicht haben deine Eltern dich aus, hinten aus einem Zigeunerwagen gestohlen. Yeah. Nein. No. All right. Your mom and dad, they this kind of type too? They Mama can't und say Papa, no. They're sind das auch so Typen, die nicht Nein sagen, die auch so großzügig sind to a fault? To a fault. Im Übermaß. Express, I mean, they're just so generous, it's a fault. Also sie sind so großzügig, dass es schon ein Fehler ist, also ein Mangel. Also meinen Vater kenne ich nicht. I don't know my father. Oh, he's just gone with the wind? Er ist vom Winde verweht. Left. Er hat dich verlassen. I never met him. Well, maybe he took one look at you and thought, Vielleicht hat I'm er dich here. Einmal angeguckt und hat gesagt, ich hau ab. Yeah, he probably thought, Jesus, kid, that's gedacht, not my kid. Das ist nicht mein Kind, hat er wahrscheinlich gedacht. Looks like a gypsy to me. Sieht aus wie ein Zigeuner. I'm going to go up to Bremerhaven. Ich gehe lieber nach Bremerhaven. Er ist schon tot seit 1976. He has died in 1976. Well, all right, so he's over there. Also er ist dort drüben und schaut zu dir hin. Boy, I got out just in time. Und er sagt, ich bin gerade noch rechtzeitig abgehauen. Not every father is Nicht proud, jeder Vater ist stolz of his son, auf seinen Sohn. If you're his son. Wenn du, falls du sein Sohn bist. There's a famous woman berühmte Frau, she made up a bunch of it, but she studied sie hat human studiert, beings. Sie hat auch ein paar Margaret Studien erfunden. Mead Margaret Mead, hieß sie. And she said, Fatherhood is always putative, puto putare, I think. Vaterschaft ist immer nur eine Möglichkeit. Also ich glaube, ich bin der Vater. How many kids do you Wenn die Leute sagen, wie viele Kinder hast du? I have four, I ich habe vier, glaube ich. June, would give me the Malogio. June die ist auf mich losgegangen. Wir haben vier und wir haben rausgefunden, wodurch sie zustande kamen und dann haben wir aufgehört damit. Ja. All right, your father is probably part of his celestial happiness is like Vielleicht ist der Teil der himmlischen Freude deines Vaters I don't have to deal with the kid. Ich muss mich nicht um dieses Kind kümmern. Du hast das ins Waisenhaus gemacht. No, orphanage did it. The orphanage did it. Oh, so he put you or mom put you in an orphanage? Also deine Mama hat dich ins Waisenhaus getan? Nein, ich bin weggenommen worden. They took me away from her. Because? Warum? Weiß ich nicht. I don't know. Well, maybe was she, you know, peddling you or something to the... Vielleicht hat sie dich... To the perverts in the streets and back alleys? Hat sie dich zu den Perversen in den Straßen und in den Alleen, in den nächtlichen Alleen hin geschafft? Verschachert, ja. They sort of declared her to be sie haben erklärt, an unfit mother. Dass sie eine unfähige Mutter ist. Wahrscheinlich. Ja, probably. Based on what? What reason? Aus welchen Gründen? Und die hat damals einen Selbstmordversuch gemacht mit mir in der Schwangerschaft. She tried to commit suicide with me when she was pregnant with me. Oh, with you? Oh, boy, two for one, yeah. Also gleich zwei auf einmal. Oh, well, okay, so they thought. Da haben sie gedacht. No, don't kill the kid, we'll take him. Bring das Kind nicht um, wir nehmen es weg. Sie haben sie gefunden auf der Straße. They found her in the street. Yeah. Well, that's, at least she had the good sense to try to kill herself out in the open where people could stumble over her. Es war gut, dass sie versucht hat, sich in der Öffentlichkeit umzubringen, dass die Leute über sie gestolpert sind. Was zum Geil, was ist denn hier? Hier liegt ein Körper. Ich bin zum Leben bestimmt. Das war so, I was meant to live. Well,
That's one way of looking at it. So kann man sehen, aber es gibt noch eine andere Welt. Vielleicht war es nicht vorgesehen, dass du lebst, aber deine Mutter war einfach unfähig. Unfähig, sich umzubringen, oder? Inept to kill herself? Yeah, she was inadequate. She didn't do the job. Sie war einfach unangemessen, sie konnte es nicht richtig erledigen. Kann sein. Maybe. Yeah, a lot of suicides fail. Viele Selbstmorde gehen schief. Women try to commit suicide more than men do. Männer versuchen mehr Selbstmord zu begehen als Männer. But their suicide rate, I mean successful suicide, der erfolgreiche Selbstmord, die Rate ist bei Frauen nicht so hoch because wie bei Männern. Hang themselves, weil Männer hängen sich auf oder blasen sich so aus mit einer Kanne, mit einem Gewehr, mit einer Pistole oder was auch immer. Ja. Yeah. Whereas a woman, well, während she Frauen, takes a bunch of pills, die nimmt einen Haufen Pillen blah, blah, oder irgend sowas. Somebody finds her, stumbles und jemand findet sie, stolpert über sie auf der Straße. God damn it, is she, verdammt is noch that mal, suicidal, ist das diese selbstmörderische Frau, die wir letzten Monat schon gesehen haben hier? Some people really get pissed off. Manche Leute werden richtig sauer über Leute, die Selbstmord versuchen. Physicians and emergency rooms say her again. Und die Leute in den Notaufnahmen, die sagen sie schon wieder. No, they're not supposed to say that. Das sollen die natürlich nicht they sagen. Say it to die sagen es confrères, you know. Zu ihren Kollegen. It's her again. No. Sie ist es schon wieder. Ich weiß über das Leben meiner Mutter sonst nichts. I don't know anything about the life of my mother, apart of this. Yeah, well. Happens. Das passiert. This one psychiatric patient. Es gab so eine psychiatrische Patientin. She swallowed this und die hat dies und jenes geschluckt. Slit, you know, und hat sich aufgeschlitzt an verschiedenen Stellen ihres Never Körpers. Her tits. Hat sich nie die Titten aufgeschlitzt. They don't cut their tits. Die schneiden die irgendwie nicht an. Jedenfalls in Amerika machen sie das tits, nicht. Titten yeah. sind da sehr. We have two mountains named after tits. Wir haben zwei Berge, die nach Titten yeah, benannt guy sind. Called, da kam ein Franzose teton. Und sagte, the oh, tits, teton, die großen Titten. People say, what does that mean? Und sagten, was meint das? I think it means the meeting place by the deep shining waters. Die meisten heißt der Treffpunkt means. Der tief scheinenden Wasser und die Amerikaner wussten nicht, yeah. was das ist. But anyway, aber auf so jeden Fall, in Amerika woman can be crazier than kann eine Frau bedbug, verrückter sein als ein Käfer, aber sie schneidet sich nicht die Titten auf. Because that's sort of a sacred was ist das? Die sind so Art ein geheiligtes Nationalsymbol. Both. Beide. Meine Mutter auch nicht macht. My mother didn't do that either. Well, there you go. Siehst du? She must have been American. Die muss Amerikanerin gewesen sein. Well, or at least, you know. Oder zumindest. Did she want to come to America to wollte commit suicide? Sie nach Amerika kommen, um dort Selbstmord zu begehen? It's a good place to commit suicide. Es ist ein guter Platz, um Selbstmord zu begehen. People doing it, viele know. Leute tun es dort. Especially around the, besonders between Christmas and New Year's. Zwischen Weihnachten und Neujahr. That's the peak suicidal season. Das ist die Haupt-Selbstmordsaison. Jetzt ist sie ja schon. Now she's dead. Nein, sie ist noch nicht tot. Sie lebt schon noch. She's still alive. Sorry. She's still alive. Yeah. Yeah. How many times did she try to commit suicide? Wie oft hat sie versucht, sich umzubringen? 12 Mal. 12 times. 12 times. Boy, that is an operational definition of ineptitude. Das ist eine operationale Definition von Unfähigkeit. 6 Mal verhindern. I could prevent it about 6 times. You could. Du konntest es? How? Wie hast du das gemacht? Ich hab's gespürt und bin hingefahren. I felt it and I drove to her place. And? Und? Found her. Fandst sie? Gargling her last breath. Wie sie ihre letzten Worte gegurgelt hat. Ihre letzte Pille runtergegurgelt hat. Cut that crap out. Hi, Mom. Call the police or hast the die Polizei angerufen und den and, die Medizintechniker. Yeah.
My mother tried to commit suicide. Meine Mutter hat versucht, Alexander, yeah, you don't have to give us directions. We know how to get to your mother. Meine Mutter hat versucht, Selbstmord zu versuchen. Ah ja, Alexander, du brauchst uns keine Anweisung zu geben. Wir kennen sie von den letzten Malen. Did you ever get bored with helping your mama? Wurde dir das jemals langweilig, deiner Mutter zu helfen? In her suicidal attempts? Bei ihren Selbstmordversuchen? Ja. 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 A lot of families do. Viele Familien all sagen right, das. All right, kill yourself, but God damn it, do okay. it or don't do it. None of this. Bring dich um, but zu Gott, verdammt nochmal, mach's oder lass es sein. They get pissed off. Die werden richtig sauer. Medical technician, the police, die Medizintechniker, die Polizei, whatever, die, wer auch immer. Die denken, verdammt nochmal, diese Irren, warum müssen wir uns mit diesem Scheiß rumschlagen? Ja, so habe ich mich das letzte Mal verabschiedet von ihr. That's how I said goodbye to her the last time. Yeah. I had this gal who got referred to me by a psychiatrist. Da wurde so ein Mädchen verwiesen von einem Psychiater, eine Frau. He said, I'm just burnt out, Frank. I said, und right. Sie sagte, ich bin einfach ausgebrannt. He said, ich bin ausgebrannt. Right. And she's got this, and she's got that, sie hat dies und jenes und history of 24 suicidal sie hatte 24 Selbstmordversuche, richtige, nicht bloß so Gesten. And he said, I don't know what the hell to do. Ich weiß nicht mehr, was ich mit der anstellen soll. I said, well, he said, you think you can work with her? Und sie sagte, glaubst du, du kannst mit ihr antworten? Ich sagte, klar. Bring in the body, as long as it's warm, we can bring do den Körper rein, solange er warm ist, kann man Therapie machen. See what I mean? Verstehst du, was ich meine? She got the flu. There was some nasty flus. Die hatte irgendwie eine ganz ekelhafte Erkältung, Grippe. So she missed her appointment, which also never ist sie did. Nicht zu einer Sitzung gekommen, was sie nie tat. Sie hat angerufen und sagte, ich kann nicht kommen, ich habe die Grippe. Any rate, so and then she came in a week afterwards when she was sort of over it. And und dann, als sie so halbwegs drüber weg war, kam sie dann. Und sie sagte, ich habe die ganze Wochenende mit dir im Bett verbracht. Ich sagte, was? Alle diese Bänder, die du mir mitgegeben hast, diese Tonbänder. Ich habe die ganze Zeit deine Stimme gehört. Während ich eingeschlafen bin, aufgewacht, da warst du schon wieder. Hell of a case. Das war ein Wahnsinnsfall. But your Mutti, is she still alive on the earth plane? Und deine or is she Mutti over lebt there? Die immer noch or jetzt hier? There. Oder ist sie jetzt da oben oder da unten? Nein, sie lebt noch. She is still alive. Yeah, on the earth. Auf der Erde. Yeah. Yeah, that's amazing. Das ist erstaunlich. Has she stopped trying to commit suicide? Hat sie jetzt aufgehört, Selbstmord zu begehen? Warum? Sie hat einen neuen Mann gefunden, den she sie geheiratet found hat. A new husband oh, and married God him. She could have been right there on die könnte the, so kurz davor gewesen sein, endlich Erfolg zu haben. Did you tell her that? Hast du ihr das gesagt? So nicht. Not in that way. Well, they say if at die first sagen, you don't succeed, wenn du beim ersten Mal keinen Erfolg hast, versuch's again. Immer wieder. Habe ich nicht zu ihr gesagt. I didn't say her that. Well, so her husband is thinking, also ihr Ehemann, that poor son of a bitch, dieser arme Hurensohn, he runs the suicide rescue team now, or what? Benachrichtigt er jetzt das Selbstmordrettungsteam, oder was? Es ist nicht mehr vorgekommen. It didn't happen since then. Really? By God, I don't know what he's got between ich weiß his legs, nicht, was der sure zwischen seinen been. Beinen hat, weil Woo! Das muss wirklich was Tolles sein. Life injections or something. Irgendwelche Lebensinjektionen oder was? Damn. He had prostate cancer. Also. He has prostate cancer. Prostate cancer. Maybe that's it. Vielleicht ist das der Grund. Don't worry about it. I'll give you prostate cancer. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir einen Prostatakrebs mit meinem
mit meinem magischen Dings, mit meinem Zauberstab. Women can't get prostate cancer. Frauen können keinen Prostatakrebs kriegen. Like, no male on record has ever been found with a prolapsed uterus. Und kein männlicher, kein Mann ist je gefunden haben mit einem Gebärmuttervorfall. Think about that. Denk mal drüber nach. Note of hope, kind of. Das ist so eine Art Hoffnungsschimmer. Yeah, you don't have to worry about a brauchst dir keine Sorgen machen über Gebärmuttervorfall. So what's the problem? Also was you ist can't das Problem? No. Du kannst okay. nicht Nein sagen. Now she found some other guy Und who sie hat jetzt no. einen anderen Burschen gefunden, der nicht Nein sagen kann. Und der sagt sehr viel Nein. He says no a lot. He does. Das macht does er. He realize that she make that may drive her to suicide? Ist ihm klar, dass sie da wieder Selbstmord begehen könnte, wenn er das macht? Der geht das Risiko ein. He risks it. Okay, I mean, some guys, boy, they just manche you know, Burschen, die they can really die können wirklich live a life of risk. Ein riskantes Leben leben. Yeah. Before you commit suicide, Bevor bring me a beer. Bevor du Selbstmord begehst, bring mir ein Bier. Gee, I mean, God damn. Oof. Patient had to Her family was ich hatte eine Patientin und ihre Familie ist durch die ganze Stadt gerast, um herauszufinden, wo sie sich They versteckt hat. Die hatten woman? Ein Bild und sind rumgelaufen. Habt ihr diese Frau gesehen? Die ist sehr selbstmordgefährdet und haben das the, night clerks at the motels, you in know. Den Motels haben das den Nachtportiers gezeigt. Ja, ja, sie ist in Raum 12A. Holt sie besser raus. Weil vielleicht versucht sie es da. And she had. She Und das hatte sie tatsächlich getan. Nobody wants them around. Keiner will sie in der Nähe haben. Ich nehme es halt schon ernst, weil meine Schwester... Hat auch Selbstmord gemacht und da ist es vollendet gewesen. Because my sister committed suicide and she was 17. Successful. She was 17 and successful. Yeah, how did she do it? Pills. Wie hat sie es gemacht mit Pillen? Nein, mit Autoabgasen. No, with the car. Exhaust fumes. Yeah. Well, that's good. Das ist auch gut. Double Selbstmord gewesen. It was a double suicide. Oh, also. Yeah? With her boyfriend, too? Mit ihrem Freund, oder was? Jesus Christ, yeah. Manometer. Okay, what do you want to do tonight, Saturday night, date? Was möchtest du an? Was wollen wir Samstagabend machen bei unserem Treffen? Lass uns Selbstmord begehen. Gemeinsam. God, Together. Yeah, oh, that's beautiful. Das ist schön. Ja. Romeo and Juliet or something. Romeo und Julia oder sowas. Yeah. They have a double funeral. Hatten die dann Doppelbegräbnis? Or did they have separate oder separate. Separate Begräbnisse. They get buried side by side in sind the cemetery. Sind sie nebeneinander auf dem Friedhof begraben worden? Or separated. Oder ganz separate. Weit? Separate. Weit auseinander. Weit auseinander. Schwabach. Far away in two different cities. Oh, see, that's parents, right? They just, so yeah. sind Eltern. That's the way they're going to do it. We're gegen not den Willen gonna der beiden. It was against the will of these two. They wanted to die wollten be buried close gemeinsam to begraben yeah, werden. See? Siehste? No, a little bitch Nein. and bastard, they kill themselves Kleine Schlampe and und der Bastard. This, you know, die haben sich umgebracht und embarrassment and shame und das ist so peinlich and money, so voller no, Scham und hat uns Geld gekostet, also tu sie in verschiedene Friedhöfe. Catholic cemeteries, you couldn't get buried in them if you In katholischen Friedhöfen kann man überhaupt nicht begraben werden, wenn man Selbstmord begangen They'd hat. Have to take you over to the Protestant heretic cemetery. Die müssen einen dann zu den protestantischen Ketzern tun. Ist schon gegangen. Yes, it worked out. Yeah.
She got buried in a Catholic cemetery, ist sie in einem katholischen Friedhof begraben worden? I mean, well, there's so much cheap grace floating. Heutzutage wird Gnade so billig vergeben. We just forgive everything. Wir vergeben einfach alles. Standards have just been lowered, you know. Also die Standards, die sind einfach dauernd gesenkt worden in den letzten Jahrzehnten. Have you ever thought of suicide? Hast du jemals an Selbstmord gedacht? Sounds like it kind of runs in the family. Das klingt so, als ob das in der Familie liegt. Yeah. Yes. Yeah. How were you going to do it? Wie würdest du es machen? I never did it. No, but how did you Aber think wie würdest du dran, wenn du dran denkst, wie würdest du es machen? Vielleicht mit dem Auto? Maybe with a car. With a car. All right. So what? You're just going to get the motor running and then give the car a blowjob through the muffler or something? Also du lässt den Motor laufen und bläst dem Auto ein durch den Auspuff? So ungefähr. That's about it. Yeah. Time. Aber ich tue es nicht, weil ich Kinder habe. But I don't do it because I have children. Yeah, that's a trouble. Kids really interfere with parents' fun. Kinder, die kommen wirklich dem Spaß der Eltern in die Quere. Nein, also, das ist Lebenssinn. It's the sense of my life. They give meaning to your life? Die geben deinem Leben Bedeutung? Ja. Jesus, God, you're desperate. Oh Gott, du bist ja wirklich hoffnungslos. Nein. Did you have any reactions Hattest to du Reaktionen me in this? Mir gegenüber in diesem Gespräch? Also wir waren überhaupt nicht bei dem Thema, das We ich gesagt We didn't talk about the topic I no. gave you. What was that you gave me? Was war Aber, das? Oh, you can't say no. Du sagst, du nicht Aber Nein du sagen kannst. But, oh, all right. But you... Aber du hast... you have... Bereiche getroffen, die... You hit points. Die mich mit... Just lucky, I guess. Ich habe wahrscheinlich einfach Glück gehabt. Ach so? Ja. All right, any other reactions? Noch eine andere Reaktion, die du mir gegenüber hattest? Ich habe mich trotzdem wohl gefühlt. I still felt comfortable. It's funny, I still have wet palms, but... Yeah. You could become a rainmaker, you know. Du könntest ein Regenmacher werden. Yeah. Any other reaction? Noch eine andere Reaktion? Feelings, Gefühle, thoughts about me. Gedanken mir gegenüber. Ja, die Angst ist weg. The anxiety has gone. Oh, well, I didn't mean to do that. But das wollte ich nicht auslösen, aber... with the hammer. Oh yeah, right. Yeah. Okay, we'll talk to them. Jetzt reden wir mal mit denen. Think of anything else, you Und wenn dir noch was einfällt, kannst du es einwerfen. Okay, any questions, reactions, observations, Beobachtungen. Ja, Bettina. Frank, du hast sehr lange über seinen Vater gesprochen, obwohl er den nicht kennt. Du hast lange über seinen Vater gesprochen, obwohl er den nicht kennt. For a long time you've been talking about his father, although he doesn't or didn't know him. Doesn't know him. Aus welchem Grund? Why? Well, I don't know. Weiß ich nicht. It just seemed it's the ways that I never knew my father. You know, I didn't have Diese a father. Art, ich habe meinen Vater nie gekannt. Ich hatte keinen Vater. So I wanted to know what he had. Also wollte ich wissen. Had he tried hard to find out about Daddy O? Rausgefunden, wirklich hart versucht rauszufinden in Bezug auf den Papa. You know, father can be long. I mean, some of these people who never had a father. Manche dieser Leute, die nie einen Vater hatten oder den Vater nie gesehen haben und so.
They spend huge amounts of time and effort and ganz, money ganz trying viel Geld, to find, Mühe und Zeit darauf verwendet, ihn zu finden. Yeah, find Daddy. Papa finden. And now there's I did that too, he said. Ich habe das auch. Yeah. And there's laws, I guess, in the United States und that, in Amerika gibt's wohl Gesetze. They won't tell if they give the baby up for adoption. Wenn die ein Baby zur Adoption freigeben, dann werden sie das nicht sagen. The kid's 18, aber wenn das Kind dann 18 geworden ist, dann kann er oder sie kommen und sagen, ich will aber wissen, wer meine Mutter war. It's the Freedom of Information Act. It's a law. Das ist das Gesetz bezüglich der Freiheit der Information. Da kann man dieses Material bekommen. People in their late teens, early 20s, junge Leute in ihren die so 18 oder in den 20er Jahren kid, und die dann plötzlich kommen und sagen, hallo, ich bin dein Kind. Die Eltern, die haben große Angst, die sind verhaftet, haben ein Leben, eine Frau, Ehefrau oder Ehemann und noch andere Kinder. I mean, it is disruptive as hell. I just laugh. Das bringt wirklich alles ziemlich durcheinander. Ich lache dann sehr. Das war die Begründung meiner Mutter auch, was sie gesagt hat. The reason of my mother why she never told it. Because? Weil? Ja, weil der Mann vielleicht wieder Familie haben könnte und ich was durcheinander bringen könnte. He might have another family and I might disturb everything. Yeah. And also, did she tell you you were illegitimate? Hat sie Ihnen gesagt, dass Sie so ein illegitimes Kind waren? She had not been married to dass sie nicht daddy? Verheiratet war mit Ihrem Vater? Yeah. Yes. A lot of women, now it's like yawn past the butter. But I mean, heutzutage ist das so, das Thema gähn reicht mir die Butter, aber wie alt sind Sie? How old? 46. 46. 46. Well, 46 years, almost vor 46 half a Jahren, ago, fast vor einem halben Jahrhundert, that was a shameful thing. Da war das eine beschämende Sache. Yeah. Ja, sogar in Deutschland. Yes, even in Germany. Yeah. Even now, you mean or what? Auch jetzt noch, oder was meinen Sie? Ich glaube nicht. I don't think so. Yeah, no. You may get a da macht man dann vielleicht so tz, aber what das ist es auch. Was? Wie heißt nochmal dein Zweitname, oder? Alexander Diepold. No, if you're at the social works office and wenn man bei den Sozialarbeitern im Büro ist und wenn der dann oder sie füllt da irgendein Formular aus und sagt, she may give you a quick tisk. Kind of thing, dann but macht sie vielleicht so, but that's it. So ablehnend einmal so, aber das war es dann auch schon. Da verschwenden die nicht viel Zeit drauf. So, just, yeah. How do you think? Did you ever think about your father? In what way? Haben Sie jemals über Ihren Vater nachgedacht und in welcher Art und Weise? And also, father is real big in Germany. And Vater, das ist auch ein großes Thema in Deutschland. Well, in America, things say, father is kind of the forgotten parent. In well, we want sperm Amerika and money. Sagt man, da ist es irgendwie so, wallet, das checkbook, Elternteil, den man vergessen but, hat. Gib mir deinen Sperma, dein Geld, deine Geldbörse und Checkbuch und so weiter. Now, surprise! Aber jetzt, Überraschung. Father is a whole new topic. Der Vater, das ist ein ganz neues Thema. And the kid is not coming from the adult women, it's coming from the kids. Es kommt nicht von den erwachsenen Frauen, sondern von den Kindern. Why don't I have a daddy? Warum habe ich keinen Papa? Shut up. Sei still. Mama's trying to. Well, your father died. Die Mama versucht dann, dein Vater ist later. Gestorben. Und dann finden die später raus, dass das eine große Lüge ist. Daddy didn't die, he's living down the block. Papa ist nicht gestorben, der lebt ein paar Straßen weiter. Et cetera. Und so weiter. So these family dramas. Diese Familiendramen. You say, well, it's like a soap opera that kind man könnte never sagen, ends. Das ist wie eine Seifenoper, die nie zu Ende geht. They're real issues and das sind like wirkliche, da gibt es wirklich solche Themen und sowas. Any other
irgendwelche anderen. Also wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich vor allen Dingen sehr viel Schwere und Mitgefühl hier in der Runde. Wenn ich mich umschaue, sehe ich sehr viel Schwere und Mitgefühl in der Runde. A lot of heaviness and empathy. Warte einmal, I see a lot of heaviness and empathy in this room. Und meine Frage an dich, Frank, ist, wie schaffst du es? My question to you, Frank, is how do you manage? Wie schaffst du es, dass dich diese Schwere nicht vereinnahmt? Dass diese Schwere dich nicht vereinnahmt. That this heaviness isn't get a hold of you. Dass du immer noch gleichwertig und neutral sein kannst. And that you can stay neutral and at the same. Well, once I learned not to care, it was much easier. Als ich erst mal gelernt habe, dass ich mir darüber keine Gedanken mache oder dass es mir egal ist. Mir egal ist, da war es dann viel leichter. I don't think it's getting desensitized to people's suffering and stuff like this. Desensibilisiert werde in Bezug auf das Leiden der Menschen oder ihren Sorgen oder ihren Sehnsüchten. That's a good question. Das ist eine gute Frage. Ich denke, einer der Gründe ist, warum der Klient sich entspannt, dass man nicht in diesen Mitgefühls Riesentopf rein sich reinbegibt, sondern dass man da eben das hat nichts mit fehlendem Mitgefühl zu tun, sondern dass man sich da ein bisschen neutraler hält. Dass man sich ein bisschen neutraler hält. That you stay a little more in the neutral. Ja, für mich ist ja die Frage, wie er da hingekommen ist. Ach so. Für mich ist die Frage, wie er da hingekommen ist. For me the question is, how did you get to the place that you are at now? Old age. Hohes Alter. I discovered provocative therapy when I was. Ich habe die provokative Therapie entdeckt, da war ich 31. I was used to seeing things from different. Und ich war es gewohnt, sides, die Dinge von unterschiedlichen Seiten zu sehen. And the client is not just, right smack in the center. Und der Klient ist nicht nur einfach so ganz genau im Zentrum, er oder sie ist. I mean, they swing back and forth and so on. Dass die pendeln so hin und her, vor und zurück. Before I discovered provocative therapy, bevor ich die provokative Therapie entdeckt habe, habe ich klientenzentrierte Therapie gemacht. And I got this case of und ich habe diesen Fall bekommen, ein 17-jähriges Mädchen. God almighty, what a und lieber Gott, was für ein Durcheinander. She had 17 different sie hatte 17 17 Mal ist sie aus unterschiedlichen Gründen eingeliefert worden. To 6 different county and state in 6 unterschiedlichen Landes- und Bezirksinstitutionen. Between the ages of 11 and 17. Zwischen 11 und 17. So anyway, I saw her. Ich habe sie gesehen in jail, im Gefängnis. County, and then the next day I saw her und am nächsten Mendota. Tag habe ich sie dann in Mendota gesehen, da hat man sie hingebracht. And I worked with her. Und habe mit ihr gearbeitet und. And I don't know, about a year and a half later. Ich weiß nicht, anderthalb Jahre später these oder so. These aren't, two session. Das things. Sind dann nicht so zwei Sitzungsangelegenheiten. Or maybe they are. It's just I was kind of inadequate. Oder vielleicht geht das doch und ich war nur unfähig und konnte den ganzen Prozess nicht schneller ablaufen lassen. But any rate, in one interview, I just aber wie auch immer, in einem Interview habe ich sie einfach angeschrien. Oh, she had tried to commit suicide. Sie hatte versucht, sich x Male umzubringen. Slicing herself, cutting herself up. Aufgeschnitten und 250 slices, 250 Schnitte hat sie gemacht. At any rate, I yelled at her. I said, I don't give a goddamn gesagt, mir ist es überhaupt whether you verdammt sink, egal, swim, fart or ob du go sinkst, blind, schwimmst, furzt oder blind wirst. She said, und sie hat gesagt, what are you shouting for, Frank? Warum schreist du denn so, Frank? I don't know.
got a lot of friends and colleagues or therapists. Ich habe gedacht, ich habe viele Freunde, Kollegen, Therapeuten. Ich muss, dass die alle reinkommen und also warum sollte ich mir um sie Sorgen machen? Warum sollte sie mir wichtig sein? Piece of flotsam and jetsam like you. Ein Stückchen so flotsam and jetsam in the storm-tossed seas of life. In der sturmgeschüttelten Lebenssee, was da so rumschwimmt, warum sollte ich mich darum sorgen? So etwas. I care about him. I think I had to get my head examined or something. Gedanken über sie oder sie stehen mir nahe. I don't care. Say it again. I care about them. Ja. I don't know why in the hell. Ich weiß auch nicht, warum zur Hölle die mir wichtig sind. What was his name? He was a wie hieß cowboy der noch? And a humorist, and he Cowboy und is very famous Komödiant oder so, sehr berühmt in Amerika. 1920s or something. In den frühen and, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Met a man I didn't like. Der hat gesagt, ich habe noch nie einen Mann getroffen, den ich nicht gemocht hätte. And I thought, I never met a schizophrenic I didn't like. Und ich habe gedacht, ich habe noch nie einen Schizophrenen getroffen, den ich nicht gemocht what the hell hätte. Does that make me? You know, was lässt mich das jetzt sein zum Teufel? I mean, I didn't like a lot of their goddamn behaviors. Viel von ihrem verdammten Verhalten habe ich nicht gemocht. The way they, oh. Und was die so. Any rate. But I don't know. Aber ich weiß es nicht. I stumble around and fumble and stammer. Wenn ich so rumstolpere und stottere und rummache. I don't know. Ich weiß es maybe nicht. God has condemned me to vielleicht hat Gott mich verdammt irre zu mögen. And then the damn juvenile delinquent. Und dann diese verdammten jugendlichen Straftäter, Scheißer. I was thinking of you working with them. Ich habe an dich gedacht, weil du mit denen arbeitest. Then I was thinking, well, maybe you and I could work on some of these tough cases. Und dann habe ich gedacht, Günther und ich, wir können vielleicht an so harten Fällen zusammenarbeiten. I don't know. Ich weiß es nicht. I got some ideas, you know. Ich habe so ein paar Ideen, aber 20 years ago I could answer vor 20 that in one Jahren sentence, hätte ich das in einem Satz beantworten können. Now, aber jetzt. Supposed to get smarter when you get older. Man soll ja eigentlich klüger werden, wenn man älter wird. Aber ich weiß nicht. One buddy of mine met me in the hall and said, "How's it going, Frank?" Ein Kumpel von mir hat mich getroffen und hat gesagt, "What do wie geht's, you know?" Frank? He says. Also was? What do you know, Frank? Was weißt du? Hat was er gesagt. Gibt's Neues? Oder? Was gibt's Neues? Ja. I said, "Less and less about more and more." Ich weiß weniger und weniger von mehr und mehr. He said, "That's the beginning of wisdom." Das ist schon der Anfang der Weisheit. I said, "No shit. I just feel like my mind's turned into mattress stuffing." Das, dass mein Geist sich so anfühlt wie Matratzenfüllung. This over bars in the United States that there's any German types that come in there. I mean, in Amerika in den Bars, wenn da irgendwelche deutschartige Menschen reinkommen. If their parents or ancestors are Germans. Wenn die Vorfahren oder die Eltern, wenn es Deutsche waren. So then they had this sign. Da gab es dann dieses Schild. We grow too soon old. Wir werden zu schnell alt. Und too late smart. Und zu spät klug. That's supposed to be German, by das God. Das sollte dann Deutsch sein. Midwestern American German. So, yeah. Deutsch aus dem mittleren Westen. Amerikanisches Deutsch. Anybody else? Sonst noch jemand? There was somewhere in here. Da war noch irgendwer. Courage and respect for goodness
Respectful what? Respectful rudeness. Ich hoffe, dass ich eines Tages den Mut und so respektvolle Unhöflichkeit zu haben. Not to have to react on the topic that I'm being given, but go dass ich nicht auf das Thema reagiere, was mir geboten, gegeben wird, sondern dass ich woanders hingehe. Yeah, so wie gerade jetzt. That's what I did with him. Und du hast das Gefühl, dass ich das gerade mit ihm gemacht habe. My mind just wanders. Mein Geist, der wandert einfach. I start off one thing, then I slut ich fange mit einer Sache an und dann gehe ich da so rüber zu was anderem und dann gehe ich wieder zurück. And I try to keep, you know, und ich versuche, mich fokussiert zu halten mit all den Sachen. So then I thought, and I've been trying to get these Nazis. Let's get back to the topic. Und ich habe auch mit diesen Irren versucht, das so zu machen. Lassen Sie uns wieder zum Thema zurückkommen. And when I discovered provocative therapy, als ich die provokative Therapie entdeckt habe, habe ich gedacht, ach Scheiß, das kann ich auch machen. So diese ansteigende Dissoziation der Ideen. Tangentiality. So dieses, dass es sich in unterschiedliche die Richtungen bewegt. That's a part of the mental status examination. Das ist so ein Teil auch der Untersuchungsverfahren, dass man Probleme hat, die Ziele zu erreichen oder denen zu folgen. Et cetera, et cetera. Fuck, I can do that. Easy kann breathing, you know. Nicht so leicht wie atmen machen. So, when they would do what I call butterfly thinking, wenn die dann so gedacht haben, was ich so Schmetterlingsdenken genannt habe, das kann ich auch machen. And I would follow them, you know. But then bin ihnen gefolgt, aber nach einer Weile habe ich gedacht, fuck that, I'll just have my own butterfly. Damit, ich krieg einfach hier meine eigenen Schmetterlinge. Und dieser eine sagte, well, they said this a lot in my die haben das therapies and häufig in meinen Gruppentherapien gesagt, Frank, was? You're crazier than we are. Du bist verrückter als wir sind. I look for that response because, I mean, they had to listen. Halte Ausschau nach so einer Reaktion. Das heißt nämlich, die mussten zuhören. Hat er Sinn gemacht oder redet er so, wie ich rede? Oder so, wie Dr. So und so spricht? All this stuff of, okay, you're crazier than a loon, so I've got to be super rational. Du bist so wahnsinnig verrückt, also muss ich ganz rational sein. Screw that. Why should the schizophrenics have all the fun? Warum sollen die Schizophrenen den ganzen Spaß haben? I claim equality with schizophrenics. Ich beanspruche die Gleichheit gegenüber den Schizophrenen. When I first said that, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, da haben einige meiner Kollegen so losgeprustet. Well, that's a low common denominator, Frank. You're aber ein niedriger gemeinsamer Nenner, auf den du da abzielst, Frank. But it's such a burden that's off aber das of you. You know, ist you don't so eine have Last, to be die von einem abfällt. Focused, man muss nicht mehr fokussiert sein, rational, logical, logisch, inductive, induktiv, deduktiv, sequenziell. Und die gottverdammten Schizophrenen können da sitzen und sagen, träum mit dich mit mir zu den Sternen. Ich habe faszinierendere und schmutzigere Träume als das, was du da machst. And it's amazing when I do that. Das ist erstaunlich. Wenn ich das mache, dann gemacht habe, wurden die rational fokussiert und it's like in any given interviewing room, there's only room for so much craziness. Das ist, als ob in jedem Raum, wo ein Interview gemacht wird, nur Platz für so viel Verrücktheit wäre. Yeah. Yes. Hattest du nie Angst, dass es ansteckend sein könnte? Dass du verrückt bleibst? It might be contagious and that you stay crazy. I worried about that. Ja, not da the first ich mir time. Gedanken. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich mir da Gedanken gemacht. I was listing 5, 7 different ich habe 5 oder 7 unterschiedliche Sachen aufgelistet, warum ein Kollege und Freund von mir, der hat einfach losgeprustet vor Lachen, hat gesagt, well, you're very logical and rational, du bist sehr logisch and highly und rational und in terms of your worries and your list sehr angemessen, die Art von Sorgen, die du dir machst, die sind sehr rational und angemessen. Das war sehr, hat mich sehr beruhigt. Yeah. And
I could always go in. Yeah, I thought, my God, I ich go into these. Gedacht, oh mein Gott, ich gehe da so rein in diese Schluchten des Geistes, aber ich kann immer zurückkommen. Always. Immer. There was a gal that was. Da war ein Mädchen, die. I think I put her in my book. Ich glaube, das über sie habe ich, glaube ich, in meinem Buch geschrieben, aber. Should have written about wenn nicht, 10 years ago. Da ist ein anderes Buch, das ich hätte schreiben sollen vor 10 Jahren. So ein Fallstudienbuch der provokativen Therapie. Und da haben wir dieses Mädchen reinbekommen, eine weibliche Patientin. Nobody could reach her. Niemand konnte die erreichen. I mean, she was just out, you know, die war einfach draußen. 2001, A Space Odyssey, kind of. So in dieser, wie heißt das, Space Odyssey? Odyssee im Weltraum. Odyssee im Weltall 2001. And as a matter of fact, it was about that time. Es war tatsächlich auch zu der Zeit. So they put her in my, they said, could we put her in your group? Also haben die gesagt, können wir die in deine Gruppe tun? Ja, klar. So she was there and just kind of, you know. Die war da und. Ah, just looking, listening to the what? Hat auch Music of the Spheres or whatever. Der Sphärenmusik and, oder wem immer zugehört und die angeschaut. So we were talking about whatever the hell. Wir haben über was zum Teufel auch immer gesprochen und dann habe ich zu ihr gesagt, Betty, here, you come over and take my chair. Habe ich zu einer Patientin gesagt, Betty, komm du mal rüber und setz dich in meinen Stuhl und ich sitze neben, wie auch immer sie hieß, Caroline oder irgendwas. So I sat next to her. Also habe ich mich neben die gesetzt und I started doing the same thing. Dann habe ich dasselbe angefangen zu tun. You know, just and just kind of weaving around the chair. Ich habe da einfach so im Stuhl habe ich mich Space Odyssey? Did anybody here see that movie? Film, die Odyssee im Weltraum. Remember when Hal the computer kicked the astronaut der Computer den Astronauten rausgeschmissen hat? Und dann sieht man das, diesen weiß uniformierten Körper, der da so in totaler Stille so sich rumdreht, hilflos in den Weltraum hinein. Also habe ich das gemacht. Und habe mich so ein bisschen gegen sie an sie angelehnt. And she said to me, she said, und dann hat sie gesagt, mach das nicht. That's just the way I feel das inside. Ist genau so fühle ich mich innen drin. Wow. How do you convey empathy? Wie zeigt man Empathie? Wie vermittelt man Empathie? Lot of different ways, es gibt viele unterschiedliche Arten. Any rate, I said, wie auch immer, ich habe gesagt, I said, you know, it's real peaceful out here. Das ist wirklich friedlich hier draußen. Hier draußen. Well, this is what some of the other women, it was a female. Das haben einige der anderen Frauen. Das war eine weibliche Gruppentherapie. They laughed, and I thought, like this. Die haben gelacht, aber. So I said. Und dann habe ich gesagt. It's real peaceful. Es ist wirklich. Sooner or later, früher oder später muss ich wieder auf die Erde zurück. And then it's und dann habe ich gesagt, she started crying. Hat sie angefangen zu weinen. And I, which is, you know, she had shown no und es, affect. Sie hatte überhaupt keine this Affekte bisher gezeigt. Of they don't das show ist so das Zeichen der Schizophrenen, dass sie keine. It doesn't hold with every schizophrenic es all trifft time, nicht blah, auf blah, jeden blah, Schizophrenen jederzeit zu, aber es ist eins der am meisten sichtbaren Dinge, wahrnehmbaren said, Dinge. She said, I don't know how to und sie hat back. Gesagt, ich weiß nicht, wie man zurückkommt. I said, I know the way back, you ich know, weiß den Weg zurück, habe ich gesagt. And I said, do you wanna go back? Willst you know, du zurück? No, not immediately. Nach einer Weile habe ich gesagt, willst du zurückgehen? She said, squeaked. Yes. Und dann hat sie so gequietscht, ja. And I said, okay. Und dann habe ich gesagt, reached my hand out. I didn't reach it all the way over there. Und hab dann meine Hand so hingestreckt, nicht so ganz rüber, einfach nur so. Give me your hand. Dann habe ich gesagt, gib mir deine Hand. And she put her hand in mine. Und dann hat sie ihre Hand in meine gelegt und hat sie ein bisschen gedrückt. And then, thank you, baby Jesus. Danke, Baby Jesus. Well,
Und die Krankenschwestern, die Belegschaft haben gesagt, was hast du mit der gemacht? Was hast du ihr gesagt? Und das habe ich ihnen erzählt, aber dann haben sie gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wie kann das? Ich habe ihr gesagt, die Erdlinge wollen dir helfen. They want to observe you. Die wollen dich beobachten. A creature from outer space. Eine Kreatur aus dem Weltraum. Et cetera, et cetera. Und so weiter, habe ich ihr gesagt. Da musst du mitarbeiten. I will see you again. Ich werde dich noch mal wiedersehen. Und sie hat meine Hand so gedrückt, als wollte sie sie nicht loslassen. She was cooperative with und dann the board war routine, sie kooperativ in Bezug auf den Ablauf der Station. Und wenn die Belegschaft sie was gefragt hat, hat sie geantwortet. Wenn sie zum Essen geklingelt haben, dann hat sie sich mit den anderen Patienten angestellt. A lot of the patients also helped und viele Patienten haben ihr auch geholfen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. How? Wie? Well, your empathy and how you get into the... Yeah. Es ging darum, Empathie und wie man da so hinkommt. Wie kommt man raus? And how do you get out again? She asked the question. Well, the mood stayed with me, you know, but then I had to, also das, I had die to Geisteshaltung, go to lunch. Das, also es ist so geblieben, aber ich musste dann zum Mittagessen gehen. So I was telling some of my confreres about it. Also habe ich einigen meiner Kollegen erzählt, darüber erzählt. Yeah. I have other relationships. Ich habe andere Beziehungen noch. I'm not as limited as most Nazis. Ich bin nicht so begrenzt wie die meisten Irren. I can turn it on and turn it off. Ich kann es an und abstellen. Whereas frequently they just got, aber häufig got bei denen ist es häufig turned so, on, but they can't turn dass it off. Sie es angestellt haben, aber sie können es nicht mehr abstellen. They can go into, you know, intergalactic limbo, but they can't get back. In das intergalaktische Nirgendwo gehen, aber sie können nicht mehr zurückkommen. And I come tumbling out into outer space and wenn making ich da so in noise den and Weltraum hineinstolpere und dann da Geräusche mache und sie störe. So I disturb their equilibrium, you know. Ich unterbreche oder störe dann ihr Equilibrium. Well, we Coffee should stop. Break. Sollen wir eine Kaffeepause machen? Yeah. Thank you, Alexander. Danke.